Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute die Twitter Picks My Sim Challenge. Das habe ich euch ja letzte Woche schon angekündigt und wenn ihr mir sowieso schon auf Twitter folgt, wisst ihr auch schon Bescheid, dass ich vor einiger Zeit ein paar Umfragen gepostet habe. Und jetzt ist es soweit, wir werten das Ganze aus und ich hoffe, dass daraus ein wunderschöner Sim entstehen wird. Ich hoffe, ihr habt einen guten Geschmack gehabt. Ich würde sagen, wir reden einfach nicht lange drum rum. Und wir sehen uns die erste Frage an. Ich habe mir die Umfrageergebnisse noch nicht direkt angeguckt, nur gesehen, dass halt alles eindeutig ist. Und ja, ich denke, wir beginnen dann mal direkt. Die erste Frage war, darf ich Custom Content benutzen? Und es ging glücklicherweise gut für mich aus. Ohne Custom Content wäre das alles nicht so gut geworden. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Dann ging es darum, ob ich einen Mann oder eine Frau erstellen soll. Das ist zum Glück auch eine Frau geworden, weil bei Männern habe ich immer Probleme, weil ich dort halt weniger Items habe, um jemanden besonders zu gestalten. Deswegen ist es jetzt schon ganz schön, dass ich eine Frau erstellen kann. Dann begeben wir uns weiter an die Hautfarbe. Dunkle oder helle Hautfarbe. Und ihr habt mit 58% für hell gestimmt. Das heißt, wir müssen ihr eine helle Hautfarbe verpassen. Ich ziehe sie mal ganz kurz aus. Das stresst mich hier alles. So. Eine helle Hautfarbe. So. Wir können ja natürlich so richtig übertreiben und richtig hell machen. Aber das fände ich halt auch nicht schön. Nehmen wir mal das. Dann geht's weiter mit der Augenfarbe. Und da habt ihr für grün gestimmt. Da habe ich zwischendurch schon gesehen, dass ihr da sehr gestruggelt habt. Denn mit der unnatürlichen bunten Farbe. Denn da gab es öfter mal einen Gleichstand oder es wurde gegenseitig immer überholt. Ich finde es aber schön, dass das endlich doch grün geworden ist, damit sie ein bisschen realistischer aussieht. Geben ihr erstmal so grüne Augen. Vielleicht geben wir ihr später noch Kontaktlinsen, die grün sind, weil da sieht sie vielleicht noch schöner aus. Dann ging es um die Lippen. Ihr wolltet volle Lippen haben und die kriegt ihr auf jeden Fall. Die sind, denke ich, voll genug. Ich möchte gerne ihre Nase ändern. Ich habe, glaube ich, keine Frage zu ihrer Nase gestellt. Dementsprechend ändere ich sie jetzt einfach mal so, wie ich jetzt gerade denke, dass es vielleicht ganz schön aussieht. Die finde ich ganz süß und die behalte ich dann auch erstmal. Dann gebe ich ihr jetzt vielleicht erstmal ein Skin und Lashes. Wir geben ihm mal welche, die nicht ganz so krass sind. Sieht schon sehr schön aus. Ich mag ihre Augen gerne. Der sieht sehr schön aus. Den behalte ich dann. Es gefällt mir sehr gut. Weiter geht's mit den Augenbrauen und da wollt ihr natürliche Augenbrauen haben. Und das kriegen wir, denke ich, hin. Mal sehen. Also mit unnatürlich meinte ich eher sowas, weil da sieht man ja, dass das danach gearbeitet wurde. Aber ich denke, das werdet ihr schon verstanden haben. Die finde ich ganz gut so und ich glaube, das lassen wir dann einfach so. Ich denke, die sehen sehr natürlich aus. Die Farbe müssen wir eventuell gleich noch ändern. Ich weiß ja noch nicht, was für eine Haarfarbe sie kriegen wird. Dann wolltet ihr, dass sie eine Brille bekommt. Das kriegen wir auch definitiv hin. Nur muss ich gucken, was sie später für einen Kleidungsstil bekommt. Und dann entscheide ich daran, was sie genau für eine Brille bekommt. Ihre Haarfarbe soll übrigens bunt werden. Das finde ich sehr interessant. Und sie soll sehr lange Haare bekommen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Es wird ein sehr schöner Sim, das sehe ich jetzt schon. Ich fand die Farbe und die Haare hier sehr schön. Weil ich dachte mir so, wenn schon lang, dann richtig. Und das gefällt mir richtig gut an ihr. Ich bin schon fast neidisch. Sie soll ein Curvy Girl werden. Und ich denke, das kriegen wir auch hin. So, dann kriegt sie ein bisschen Peppes. Sie wird curvy halt. Ein bisschen Ubis. So. Hüfte. Und Oberschenkel. Dann mache ich sie noch ein bisschen so. Also ich denke, das ist schon ziemlich curvy. Oder was meint ihr? Bin ich mit der Definition von curvy da richtig oder nicht? Also ich finde, ich würde das als curvy bezeichnen. Dann geht es jetzt endlich weiter mit dem Kleidungsstil. Und ihr habt euch für ein Goth Emo-Style entschieden und mal sehen, was sich daraus machen lässt. Ich habe nicht nur damit die Kleidung gemeint, sondern auch das Make-up und so weiter, weil je nach Kleidungsstil, den du trägst, trägt man ja bestenfalls auch ein passendes Make-up dazu.
Ich glaube, das ist ziemlich cool. Ich denke, das kann man ganz gut in die Richtung mit einbauen, oder? Schlagt mich bitte, wenn es falsch ist. Ich habe auch nicht die Ahnung von jeder Definition, die es irgendwie gibt. Und ich empfinde aber das, dass das in die Richtung dort gehen würde. Dementsprechend nehme ich das jetzt einfach und gucke weiter. Was ich hier geben möchte, ist eine Netzstrumpfhose. Und ich werde jetzt gucken, ob ich ein passendes Unterteil dazu finde. Ich finde den hier, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich glaube am ehesten dann so. Nehmen wir den mal so. Und zu guter Letzt natürlich noch Schuhe. Die sind gut, oder? Also ich würde sagen, dass das da auch relativ in die Schiene geht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Wenn ihr mehr Ahnung habt, dann verbessert mich ruhig. Aber ich würde das so in die Richtung packen. Ich denke, bisher ist das hier schon ganz gut. Das sieht doch geil aus, oder? Ich denke, dass man das ganz gut dazu so tragen kann. Wow. Kommen wir zur letzten Frage. Es geht nämlich noch darum, ob die Gute Piercings oder Tattoos tragen soll. Und ihr habt mich dafür entschieden, dass sie noch Tattoos haben soll. Das kriegen wir auch noch hin. Juhu! So, was könnte sie denn für Tattoos haben? Wow. Die habe ich neu. Und die sind ziemlich cool. Oh, süß! Ich liebe es! Oh. Ich könnte mir das hier gut vorstellen. Mal gucken, ob wir noch was haben. Sie könnte ja vielleicht noch ein Anne-Boob-Tattoo tragen. Ich meine, das sieht man eh nicht, aber warum eigentlich nicht? Es sieht ziemlich cool aus. Ich denke, das reicht an Tattoos. Ich meine, sie hat hier die komplette Seite so. Und man sieht das halt auch cool hier. Mit ihrem Outfit so. Es gefällt mir richtig gut. Ich mag sie richtig gerne. Ich erstelle jetzt nochmal kurz ihre anderen Outfits und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist ihre Abendkleidung. Ihre Sportkleidung. Ihre Schlafkleidung. Ihre Ausgehkleidung. Ihre Schwimmkleidung. Ihr Heißwetteroutfit. Und ihr Kaltwetteroutfit. Ihr Name ist jetzt Cleo Franklin und ihre Merkmale sind musikalisches Genie, kreativ, Insider und eifersüchtig. Ich denke, damit sind alle einverstanden. Ich empfinde sie, als könnte sie so eine Person sein. Ich finde sie echt wirklich schön und ich finde es toll, dass ich so einen coolen Sim erstellen konnte. Dank euch natürlich, denn ohne euch wäre ich vielleicht nie auf die Idee gekommen, das alles zu kombinieren. Ich bin euch auf jeden Fall dankbar, denn dieses Sim ist wunderschön. Vielleicht machen wir sowas ja nochmal. In näherer Zeit wahrscheinlich erstmal nicht. Aber ich bin sehr froh, dass ich das überhaupt jetzt da machen konnte. Ich bin sehr glücklich darüber. Es hat mir sehr viel Spaß, das aufzunehmen. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder bei einem neuen Video. Und bis dahin, tschüss!